Herzlich willkommen zur Einführung zu dem Stück Chinchilla, Arschloch, was, was von Rimini-Protokoll. Mein Name ist Cornelis Puschke und ich bin der Dramaturg von dem Stück. Wurde gebeten, vom Theatertreffen eine Einführung dazu zu machen. Und normalerweise machen wir eigentlich keine Einführung zu unseren Stücken, weil wir versuchen, sie eigentlich möglichst ja, voraussetzungsfrei zu halten. Heißt, im besten Fall, oder das beste Stück ist eigentlich eins, in das man reingeht und es geht um 20 Uhr los und irgendwann ist es vorbei und man braucht keine großen zusätzlichen Erklärungen. Aber in diesem speziellen Fall ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil beim Stichwort Voraussetzung schon das ein oder andere zu dem Stück zu sagen ist, was, glaube ich, interessant oder wissenswert oder auch eben teilenswert ist. Es ist so gewesen, dass wir eigentlich im Frühjahr 2019 in Bockenheimer Depot, das tolle, tolle Bockenheimer Depot in der Städtischen Bühne Frankfurt am Main, eingezogen sind, kann man sagen, zum Probenstart. Und wir wussten eigentlich so richtig, auf was wir uns da einlassen. Und ein Stück weit ist es natürlich bei jeder Theaterproduktion immer so. Aber ich kann sagen, und das gilt wahrscheinlich für meine Kollegin Helga Taug auch, dass wir wirklich am Tag vorher nicht wussten, wie wir eigentlich proben sollen. Denn die Besonderheiten, mit denen wir da zu tun hatten, waren schon sehr ungewöhnlich. Denn wir haben uns dazu entschieden, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das Tourette-Syndrom haben und deswegen normalerweise eigentlich nie im Theater sein können, weil es für sie eigentlich nicht wirklich funktioniert. Schon gar nicht auf der Bühne. Uns hat eigentlich vor allem die Frage bewegt, warum ist es so schwierig, mit Menschen, die Tourette haben, auf einer Theaterbühne zu arbeiten? Oder eigentlich die Frage dann auch andersrum zu stellen, warum ist die Theaterbühne so konzipiert, dass das nicht geht? Und können wir die Theaterbühne nicht anders denken und eher nicht als einen einschränkenden Raum denken, der ganz viele Sachen verhindert, sondern eigentlich so diesen unerschütterlichen großen Glauben an die Theaterbühne als einen Möglichkeitsraum zu haben und zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Also bauen wir das alles irgendwie so um, dass es geht. Und da wir das große Glück hatten, im Bockenheimer Depot mit einem ganz tollen Team zusammenzuarbeiten, war es möglich, das Depot so umzubauen, dass ja, Tourette auf einer Theaterbühne möglich war und es kompatibel wurde irgendwie. Jedenfalls zu einem, glaube ich, aushaltbaren Punkt für die Darsteller. Und so, dass sie irgendwie eine Freude daran entwickeln konnten. Und haben eigentlich, glaube ich, dann dadurch irgendwie dieses Theater, diesen Ort, diesen Raum wirklich uns so genau angeguckt, wie wir es vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten, weil so viele unterschiedliche Faktoren dabei eben eine Rolle spielen, vom Abkleben von Spitzen und Ecken bis zu Entfernung von bestimmten Triggern oder bestimmten Fragen des Lichts der Art und Weise, wie man sich trifft, wie man spricht, wie man sich austauscht. Also da war wirklich eigentlich alles, mussten wir neu erfinden für uns und und haben insofern dann eigentlich ein Stück entwickelt, das auch in dem Moment, wo wir es auf Tour bringen, immer viel, viel, viel Umbau auch für die Theater benötigt und wir sozusagen eigentlich das Theater zu einem Ort machen, den wir so umbauen, dass er für uns funktioniert und speziell für die drei Darsteller, die Tourette haben, auch funktioniert. Und das war eigentlich sozusagen zum Stichwort Voraussetzung das, was ich vorab nur noch sagen wollte. Auch noch wichtig zu wissen ist, dass auch im Saal, also im Zuschauerraum, wir Umbauten vorgenommen haben, sodass nicht nur auf der Bühne Menschen sein können, die Behinderungen oder sensorische oder motorische Einschränkungen haben, sondern dass auch im Theatersaal, also sprich die Sitze, anders gebaut sind, dass die Reihen etwas lockerer gestuhlt sind mit etwas mehr Abstand und dass es Sofas, Sitzinseln, Sessel gibt, sodass man nicht so ganz aufeinander gepfercht ist, sondern auch eben unterschiedliche ja, körperliche Voraussetzungen irgendwie ihren Raum bekommen, sodass dass es nicht zu eng aufeinander gepfercht ist. Aber darüber werden Sie im Laufe des Stücks, glaube ich, auch eine Menge erfahren. Es wird relativ viel auch darüber geredet und erzählt. Und ich hoffe, dass Sie jetzt einfach eine interessante und bereichernde Zeit haben beim Gucken des Stücks. Wir sehen uns dann später im Nachgespräch nochmal. Danke, dass Sie dabei sind. Bis dann.